Ja, Herr Sternberg, herzlich willkommen bei uns im Pressezentrum hier. Wie ist Ihr erster Eindruck? Sie hatten gerade Gelegenheit, sich ein bisschen die Räumlichkeiten anzusehen. Super sieht das Ganze aus. Also hier mit den Sesseln und die ganze Anordnung, das sieht alles schon richtig großzügig und schön aus. Ich war gerade unten im Keller, das war eine andere Frage. Ja. Aber hier oben sieht das wirklich gut aus. Sehr schön. Inwieweit hatten Sie schon Gelegenheit, sich ein paar Beiträge anzuschauen, die wir hier produzieren? Ehrlich gesagt habe ich weder Presse noch irgendwelche Medien in den letzten Tagen sehen können. Mhm. Ich bin froh, wenn ich den Tag irgendwie überstehe. Ja. Es gibt so viele Termine. Ja, die letzten Tage war bestimmt sehr stressig bei Ihnen. Ja. Jetzt ist der Katholikentag fast vorbei. Wie lautet Ihr Fazit? Mein Fazit ist zunächst mal, dass es wirklich eine sehr gute und weise Entscheidung war, zum 100. Jubiläumskatholikentag nicht in eine der klassischen normalen Bischofsstädte zu gehen. Nicht, weil ich was gegen die hätte, im Gegenteil, der nächste ist in einer klassischen Bischofsstadt, in meiner Heimatstadt. Nein, ich glaube, es hat sich hier gezeigt, dass Katholikentage auch in einer extrem säkularen Umwelt abgehalten werden können. Nicht nur in einer Diaspora-Situation, sondern auch in einer säkularen Situation. Wir haben hier in Leipzig 4,3% Katholiken, 20% Getaufte, aber 80% Menschen, die von sich sagen, sie sind normal. Oder mit normal nicht das meinen, was man im Rheinland unter normal versteht, sondern die, wie Karl Rahner es mal gesagt hat, vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und diese Menschen, unter diesen Menschen aufzutreten, ist eine ganz eigene Anforderung. Und auch das Bewusstsein, hier jetzt nicht in einer selbstverständlich freundschaftlichen Umgebung der Gleichgesinnten zu sein, sondern in einer anderen Atmosphäre, stellt auch die Besucher in Frage. Und wenn man dann merkt, das geht sehr gut, man trifft auf gastfreundliche Menschen und diese Menschen merken, diese Katholiken sind ja vielleicht gar nicht so blöd. Also vielleicht ist ein Effekt eines solchen Katholikentages nur, dass die Leipziger sagen, Katholiken, das sind doch die, die diesen aufwendigen Neubau da oben am Neuen Rathaus am Leuschnerplatz haben. Ja. Aber sonst weiß ich von denen nichts. Aber man stellt fest, die können ja debattieren, die können feiern, die können singen, die können Konzerte machen, die können Gottesdienste feiern und sind dabei nicht aggressiv. Was ist das? Was ist das für eine merkwürdige Truppe? Das wäre schon sehr viel. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine unmittelbare Missionstätigkeit machen. Aber sich zu zeigen, wir sind katholisch in einem nicht-christlichen Umfeld, das lernt man hier und das werden wir auch im Westen viel mehr lernen müssen. Jetzt ist der Katholikentag ja auch eine sehr bunte, vielfältige Veranstaltung. Es gibt unterschiedlichste Arten von Projekten, die hier laufen. Sie sind Vorsitzender des ZDK und damit die Stimme von 24 Millionen Gläubigen in diesem Land. Was wünschen sich die Katholiken in Deutschland? Was meinen Sie? Was wünschen sich die Katholiken in Deutschland? Ich habe den Eindruck, sie wünschen sich, dass einmal in ihrer Kirche selber ein paar Problemgebiete abgeräumt werden, damit sie umso schlagkräftiger werden können für die eigentlichen Aufgaben. Aber sie wünschen sich eigentlich, dass sie in diesem Land präsent sind mit ihren Themen und Problemen, dass wir einmal unseren eigenen Glauben gut leben können, vom Religionsunterricht bis zur Theologie an Universitäten und unseren Einrichtungen. Aber darüber hinaus auch, dass sie sich einbringen können in diese Gesellschaft. Und dass sie das tun, können Sie daran sehen, etwa bei der Flüchtlingshilfe, wo sich Hunderttausende von katholischen Frauen und Männern und übrigens auch sehr viele Jugendliche engagieren und eingebracht haben, natürlich mit Evangelischen und auch mit anderen, aber eben doch nicht zuletzt auch gerade unsere Gemeinden. Jetzt haben Sie sich ja als Theologe auch besonders mit der Kirchengeschichte beschäftigt, haben promoviert über Sozialeinrichtungen im 4. bis 7. Jahrhundert. Wie wichtig ist die Geschichte für die Kirche der Zukunft? Was können wir aus der Geschichte lernen? Ja, wissen Sie, es gibt jetzt im Moment, Professor Hubert Wolf hat einen Vortrag gehalten beim Festakt, wo er deutlich gemacht hat, aus der Geschichte lässt sich sehr viel an Modernisierungselementen lesen. Aber es gibt noch einen anderen Kirchenhistoriker, der das noch deutlicher gesagt hat. Und das war Johannes der 23. Johannes der 23. war Kirchengeschichtler. Und als Kirchengeschichtler wusste der, dass Aggiornamento, also Verhäutigung, dass es eine Sache ist, die nicht etwa mit Novitäten zu tun hat, sondern meistens etwas ist, wo man mal gucken kann, ob in dieser langen Geschichte nicht immer Veränderungsprozesse notwendig waren. Und wenn man Geschichte gemacht hat, weiß man, was Veränderung ist und Veränderungsnotwendigkeit. Und deshalb glaube ich, dass Historiker zumindest keine Angst vor Veränderungen haben. Okay. Glauben Sie, dass historische Beispiele auch im Hinblick auf aktuelle Fragen von Bedeutung sein sollten? Sogar in Mengen. Also sehr viele. Wenn ich nur nehme meine eigenen Themen, die Sozialtätigkeit der Christen. Die Sozialtätigkeit war nie etwas für Christen, was irgendwie so zusätzlich dazukommt, wo man sagt, du musst jetzt auch noch sozial sein. Sondern die Sozialtätigkeit hat unmittelbar mit dem Christentum zu tun. Und zwar ist das einfach der Ausfluss eines Christus, der an der wichtigsten Stellen des Neuen Testamentes, dem Matthäus-Evangelium, sagt,
was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, ihr mir getan. Da ist ja ein unglaublicher Effekt drin. Das heißt, Jesus identifiziert sich mit dem Leidenden. Und durch diese Identifikation ist Sozialarbeit ja sogar Christusdienst, Gottesdienst. Und das haben wir im Motto sehr schön. Das Motto ist ja ein Text, der den Pilatus sagt, wenn er den leidenden Christus präsentiert. Dann sagt er, ecce homo, das ist der Mensch. Und dann blickt man auf einen Mann mit einer Dornenkrone, mit einem Purpurmantel als Spottmantel. Also das heißt mit Königsabzeichen, die albern sind, verspottet. Von dem aber gesagt wird, er wäre der König der Juden. Gemartert, zum Tode verurteilt, leidend, mit Schmerzen. Und das ist unser Herr und Gott. Das heißt, wir blicken bei diesem Seht, da ist der Mensch, auf unseren Herrn und Gott. Da ist eine ungeheure Sprengkraft drin. Mhm. Für uns als Christen ist dieses Motto etwas, was nicht nur mit Sozialtätigkeit zu tun hat, sondern über die Sozialtätigkeit unmittelbar auch mit unserem Gottesdienst. Mhm. Und ich glaube, das sind Dinge, nur ein Themenbereich. Ich könnte Unmengen weiterer Themenbereiche nennen, von der Primatsaufgabe des Papstes über den Diakonat der Frau zum Beispiel und vieles andere mehr. Also ein Motto, was wirklich auch den Kern des Glaubens berührt. Thomas Sternberg, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön.